Also, nehmen. 1, 2, 3. So viele Spatenstiche für eine Straße von etwas mehr als einem Kilometer. Doch hier geht's ums Prestige. Ich bin froh, dass wir jetzt hier die Erschließung jetzt im inneren Bereich angehen und damit also auch zeigen, dass wir von den Planungsleistungen her voll im Zeitplan sind. In einigen Wochen werden wir auch die ersten endgültigen Baugenehmigungen rausgeben. Das heißt also, dann kann im Prinzip das, was hier geplant ist, durch die Investoren, die hier auch Eigentümer sind, realisiert werden. Aber erstmal beginnen am Montag die Arbeiten zum vierspurigen Ausbau der Landstraße 50. Dafür muss das 1,2 Kilometer lange Teilstück voll gesperrt werden, zum Ärger mancher Anrainer. Seit 25 Jahren bewirtschaftet Ansgar Lahme in Schleipnitz 270 Hektar Land. Der Weg zu seinen Kartoffel- und Kürbisfeldern führt über die Landstraße 50. Ja, wir sind hier so ein bisschen von der Straßensperrung überrascht worden. Ich frage mich im Moment, wie ich auf meine Ackerflächen kommen soll, die ich eigentlich nur über diese Straße erreichen kann. Und auch der Bürgermeister von Schleipnitz macht sich Sorgen, denn der Verkehr aus Wandsleben Richtung Autobahn 14 führt direkt an seinem Ort vorbei. Wir wissen ja, Lkw-Fahrer sind findig, die finden vielleicht auch noch die ein oder anderen Schleichwege, wenn die großen Wege verstopft sind. Die zuständige Ministerin sieht aber langfristig auch Vorteile für die Anwohner. Wir gehen davon aus, dass es hier zunächst erstmal sehr, sehr viel Baustellenverkehr geben wird, der ja abbiegen muss. Und wir alle kennen das aus dem täglichen Leben. Wenn Fahrzeuge versuchen, links abzubiegen oder rückzustauen, dann behindert das den gesamten Verkehr dahinter. Deshalb ergreifen wir diese Maßnahme hier zuerst, damit der Baustellenverkehr möglichst reibungslos ablaufen kann und die Menschen hier in der Region möglichst wenig Belastung haben. Und dann ist da ja noch die Hiobsbotschaft, dass Intel nach dreistelligen Millionenverlusten weltweit 15.000 Arbeitsplätze abbauen will. Da fragen sich viele, kommen die beiden Chipfabriken überhaupt nach Magdeburg? Der Hightech-Konzern schweigt und die hiesigen Akteure geben sich gelassen. Wir sind täglich mit Intel und den damit im Zusammenhang stehenden Zulieferfirmen im Gespräch. Und es gibt keinerlei Signal, dass dieses Projekt in Frage gestellt wird. Ein Plan B brauchen wir deswegen nicht, weil das ist ein Gewerbegebiet, was auf jeden Fall zigmal verwertbar ist. Also in der Richtung brauchen wir da überhaupt nicht unruhig zu sein. Für Bauer Lahme ist das nicht wirklich tröstlich. Er wird sich bis zum kommenden Frühjahr irgendwie zu seinen Feldern durchschlagen müssen.